Hier im Umspannwerk Menzing sollen die Komponenten für das Projekt Superlink unter realen Einsatzbedingungen getestet werden. Diese Bauteile einsatzreif zu entwickeln, das haben sich die SWM Infrastruktur und ihre Partner vorgenommen. Das sind der Industriegase-Konzern Linde, der Supra-Leiterhersteller Teva, der Kabelhersteller NKT, die Fachhochschule Südwestfalen und das Karlsruher Institut für Technologie. Es ist momentan ein Entwicklungsprojekt, was wir mit 5 Partnern gemeinsam angehen wollen. Und wenn wir dieses Entwicklungsprojekt abgeschlossen haben, dann wollen wir einen 12 Kilometer langen Supraleiter von unserem Standort in Menzing zum Energiestandort im HKW Süd bauen. Der Supraleiter wird uns das Stromnetz in München noch zukunftssicherer und noch umweltverträglicher machen lassen. Wir können damit große Energiemengen übertragen zwischen unseren großen Standorten und dabei die Umwelt schonen. Der Vorteil an dieser Supraleiterverbindung wird sein, dass sie extrem kompakt ist und wir dadurch in diesem urbanen Raum viel an Tiefbauarbeiten sparen können und damit die Bevölkerung möglichst wenig davon mitbekommt. Supraleiter sind eine wegweisende technische Lösung für die zukünftigen Energienetze von Metropolen. Vor gut 30 Jahren haben die beiden deutschen Wissenschaftler Karl-Alexander Müller und Johannes Georg Bettnortz den Nobelpreis für die Hochtemperatur-Supraleitung erhalten. Jetzt positionieren sich deutsche Unternehmen bei der Umsetzung dieser Technologie an der Weltspitze.